Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video sind wir in einer alten Villa unterwegs. Und zwar ist das die Villa des Lehrers. Wobei, wenn ich mir den Riesenkasten so anschaue, dann war das ein bisschen was Höheres als ein Lehrer. Aber ja, schauen wir mal. Wenn ihr wissen wollt, was es gibt, bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, ihr könnt erstmal unseren Eingang sehen. Und jetzt stehen wir hier schon in so einem Raum mit so einer coolen, verzierten Stuckdecke. Ich weiß ehrlich gesagt selber noch nicht, was das gibt hier in dem Gebäude. Aber das werden wir gleich rausfinden, würde ich sagen. Ich hoffe bloß, dass meine Lampe noch mitmacht, weil ich habe nämlich gerade gemerkt, dass meine Lampe die ganze Zeit an war, vom einen Lost Place zum anderen. Okay, was ist das? Und da hat vorne schon das Plastik angefangen zu schmilzen. Okay, das könnte meine Küche gewesen sein. Ja, hat das Plastik schon angefangen zu schmelzen. Und ich hoffe, dass es die noch durchhält. Zumindest für die Tour. Danach kann ich ja mir eine neue holen, aber die Tour muss ich noch durchhalten. Okay, hier auch alles gefliest. Auch hier wieder so Stuckdecke. Mobiltelefone nutzen verboten. Okay. Jetzt suche ich mal jetzt mal das Licht aus, als hier zur Straße rausgeht. Wir haben hier so Window Color Farben, Fenster, Malerei. Aber hier scheint die Stuckdecke schon mal jemand abgebaut zu haben. Zumindest die Stuckelemente sind weg. Boah, meine Lampe, die glüht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die ist so heiß, dass vorne sogar das Plastik schon weggeschmolzen ist. Ich mache jetzt nochmal aus, weil da drüben ist ein Wohnhaus. Aber es schaut schon eigentlich extrem cool aus hier. Und wieder ein mysteriöser gefliester Raum. Aber das hier war mal ein Badezimmer. Badezimmer. Da war die Toilette, da das Waschbecken und hier war eine Dusche. Da oben ist auch nochmal eine Scheibe gewesen. Also wie gesagt Leute, ich weiß nicht so recht, wenn das wirklich ein Lehrer gewesen sein soll, der hier gewohnt hat. Ich mache jetzt mal das Licht ein bisschen dunkler, ich hoffe das reicht für die Kamera. Da ist der Haupteingangsbereich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, Leute. Moment, ich mache euch mal das Licht wieder ein bisschen heller. Schaut euch das einfach mal an. Das ist halt schon übel. Also wenn das hier wirklich eine Privatvilla gewesen sein sollte, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, weil mit goldenem Stuck an der Decke, Privatvilla, das wäre ein bisschen, ja, da liegt schon ein Stück davon. Das wäre schon ein bisschen arg heftig. Krass. Also ich glaube, dass das hier mit Abstand der geilste Raum ist. Auch hier die Geländer. Schaut richtig cool aus. Ich hoffe bloß, dass das noch hält. Da über mir bröselt alles runter. Hier sieht man es ganz schön. Oh je, und Holzboden. Wie soll das auch anders sein? Oh, da kommt er schon runter. Ich hoffe, es hält. Okay. Da geht es auch nochmal nach oben. Da geht es nach unten. Hä? Okay. Komisch. Ich bin doch gerade von unten. Okay, hier gab es anscheinend auch einen Speiseaufzug. Da oben ist der Triebwerksraum dafür. Okay. Das hier. Also Leute, es heißt zwar die Villa des Lehrers, aber ich denke eher mal, dass das hier früher mal so eine Art Privatschule war. Also eine Wohnvilla war das hier definitiv nicht. Hier kommt man dann raus.
auf die Empore hier. Und da könnt ihr den Raum nochmal von der Perspektive genießen. Also das schaut schon richtig, richtig heftig aus. Ja, und wie gesagt, da oben kommt der Stuck auch schon langsam runter. Ich denke, dass das Dach durch ist von der Villa. So sah es früher mal aus. So schaut es jetzt aus. Aber ja, wie gesagt, eine Wohnvilla war das hier definitiv nicht. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass das hier vielleicht mal so eine Art Schule war. Allein schon die riesen Türen. Hier sieht jetzt natürlich wieder alles verschwommen. So. Okay. Hier gibt es Holz noch. Dann laufen wir mal außen rum. Oh Gott. Aha. Ja, also noch höher gehe ich nicht. Ihr seht selber, da kommt es runter. Da oben kommt die Decke schon komplett runter. Das ist mir gerade eine Nummer zu heiß. Aber an und für sich ein echt cooles Gebäude. Ich kann euch leider auch nicht sagen, oh, da ist noch ein Ofen. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Geschickt drum rumgegangen. Ich kann euch auch nicht sagen, wie lange das Gebäude hier schon leer steht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber allein wie das Gebäude schon ausschaut, hat es schon einige Jahre auf dem Buckel. Ist schon krass. Ist richtig krass. Gut Leute, wir werden jetzt mal die neu entdeckte Treppe hier nutzen und schauen, wo es da hingeht. Ich hoffe, ja doch, ist eine Steintreppe. Alles gut. Sollte halten. Ich denke mal, dass das hier vielleicht genau der Kellerabgang ist. Ah ja, okay. Da hinten war wieder der Raum mit dem Stuck an der Wand. Und ich gehe davon aus, dass das hier, ich weiß nicht, das könnte eine Küche gewesen sein. Wo hier die ganzen, auf den Podesten standen die ganzen Öfen und alles drauf. Hier haben wir den Speiseaufzug. Ja, könnte gut möglich gewesen sein, dass es eine Küche war. Ich weiß nicht, was hier drin war. Das war früher mal eine Tür, wurde zugemacht. Ich denke mal, das wurde als Schrank umgebaut. Mysteriös, mysteriös. Okay, die geht nicht auf. Dann wieder außenrum. Das müsste jetzt hier sein, genau. Ja, die hat sich schon komplett verzogen, die Tür. Und hier sind wir wieder im Eingangsbereich, wo wir vorhin reingekommen sind. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt nochmal den Keller abchecken. Ob es da was zu sehen gibt und was es da zu sehen gibt. Und dann sind wir der Location auch schon wieder durch. Jetzt kann ich auch meine Lampe wieder richtig hell machen. Jetzt sind wir weg von der Straße. Okay, da hier aber der Kellerausgang. Und das ist noch so eine Besenkammer. Waschbecken. Ich gehe mal davon aus, dass das da hinten eine Toilette oder eine Dusche ist. Oder auch nicht. Keine Ahnung, was das für ein Raum gewesen ist. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Schauen wir erstmal in die Richtung. Gottes Willen, ist das weitläufig. Fangen wir am besten von da hinten an und arbeiten uns nach vorne. Das wird das Einfachste sein. Ja, hier haben wir Duschen. Ne, hier standen Toiletten. Damen oder Herren, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht so recht.
wenn man hier schaut, ich halte dich mal von außen hin, wenn man so reinschaut, also das hier ist wirklich nicht breit. Und wenn man dann, um auf Toilette gehen zu müssen, da an den komischen Rohrgedöns da vorbei muss, das ist auch sehr merkwürdig. Aber hier genau das gleiche. Das sind vielleicht, also von der Wand zu der Wand, maximal 50 cm. Also das ist wirklich, da kann man schon fast quer durchgehen. Ja, waren auch Toiletten. Ich denke mal dann, wie gesagt, eins für Herrlein, eins für Weiblein. Gut. Okay. Nochmal Toiletten. Also Toiletten gab es hier definitiv genug. Was natürlich auch, da hängen mal Waschbecken, die jetzt da am Boden liegen. Was natürlich auch noch mehr darauf hindeutet, dass das hier definitiv keine Privatvilla von einem Lehrer war, sondern, wie gesagt, also ich denke, dass das hier mal eine Privatschule war. Okay, also das ist irgendwie auch ein komischer Raum. Mit Gewölbe komplett von unten bis oben gefliest. Weiß ich nicht, was das mal war. Hier kommt man dann in den, ja, hier stand mal die Heizung. Da oben ist wahrscheinlich das Verlies, wo die bösen Schüler früher reingekommen sind. Hier stehen auch noch Isolierabdeckungen. Der Schrank ist komplett leer. Also ich muss sagen, von dem kompletten Gebäude ist der Keller definitiv mit am interessantesten, weil der irgendwie am meisten Rätsel aufgibt, weil man nie weiß, was hier drin war. Und weil es halt auch wirklich, wirklich weitläufig ist. Genauso wie der Raum hier. Für was? Was war hier drin? Ich habe keine Ahnung. Da oben ist das Gitter, was wir gerade von der anderen Seite gesehen haben. Das könnte hier vielleicht so eine Art Waschraum gewesen sein, dass hier Wäsche aufgehängt wurde. Vielleicht, dass da drüben auf der anderen Seite ein Trockenraum war und hier war ein Waschraum. Hier könnten vielleicht, ich weiß es nicht, das ist eine normale Steckdose, dass hier vielleicht überall, wo so eine Steckdose ist, da, dass da überall Waschmaschinen standen und Trockner. Hier auf der Seite auch. Aber genau sagen kann ich euch das nicht. Das ist ein Wäschemangel, was davon übrig ist. Also es schaut mir zumindest stark danach aus. Schaut mir nach Wäschemangel aus, oder? Schauen wir in die andere Hälfte vom Keller. Vielleicht ist das nicht so verwirrend wie die Hälfte hier. Leute, also da ist der Kellerabgang, wo wir runtergekommen sind. Wenn meine Kamera fokussiert jetzt, dann schauen wir mal in die Richtung weiter. Okay, also hier war definitiv mal die Heizung untergebracht von dem kompletten Gebäude. Hier ist der Schornstein. Hier hängt noch ein altes Waschbecken mit einer Kehrschaufel. Jo. Hier stand definitiv die Heizung. Dann wird das hier vielleicht so eine Art Kohle- oder Brennholzlager gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Okay, hier scheint jemand seinen Müll abgeladen zu haben. Oh, Entschuldigung, ich glaube, ich werde schon wieder erkälten. Ich werde schon wieder krank. Ja, wie gesagt, hier hat irgendjemand seinen Müll abgeladen, wie es ausschaut. Hier ist nichts mehr, außer so ein Kleiderhaken. Ja, aber ansonsten ist das Gebäude komplett leer. Es sind auch überall alle Kabel abgeschnitten. Okay, da haben wir eine Tubengarten-Baumarktschere. Auch mal ein bisschen Schleichwerbung.
Aber ansonsten gibt es hier nicht sonderlich viel zu sehen. Ich glaube, wir sind durch. Ja Leute, wir sind durch mit der Villa. Wie gesagt, es ist schade, dass schon so viel kaputt ist. Es ist schade, dass nichts mehr drin steht. Aber nichtsdestotrotz ein interessantes Gebäude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es wisst, natürlich gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein neues Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.